Vereinzelt erst, dann kamen sie aus allen Richtungen, um Flagge zu zeigen. Aufgerufen hatte der Initiativkreis Offene Gesellschaft Hannover zusammen mit dem DGB und dem Bündnis Bund statt Braun. Beim Start um 17 Uhr an Hannovers Maschsee waren dann schon 2.000 bis 3.000 Menschen auf der Straße. Wir wollen die Chemnitzer nicht alleine lassen und deshalb haben wir heute am Antikriegstag mit dazu aufgerufen, diesen Marsch, diesen Weg für den Frieden zu gehen und ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Mit so vielen Teilnehmern auf diesem spontanen Friedensmarsch hatten nicht einmal die Veranstalter gerechnet. Die Menschen zogen friedlich quer durch die Stadt bis zur Ruine der im Krieg zerstörten Ägidienkirche. Die platzte bei der Kundgebung aus allen Nähten. Wir sind spontan heute Abend sehr, sehr viele. Und ich bin ganz sicher, wenn es notwendig ist, dann werden wir noch viel mehr Menschen werden. Und das soll, finde ich, auch die Botschaft dieses Treffens sein. Kein Fußbreit den Feinden unserer Verfassung, kein Fußbreit dem Rechtsextremismus in Deutschland. Herzlichen Dank. Wenn es nach den Demonstranten hier in Hannover geht, dann hätten Rassismus und Demokratiefeindlichkeit im Land keine Chance. Und Carsten Wagner ist immer noch vor Ort, da wo der Demonstrationszug vor gut 2 Stunden endete, in der Ägidienkirche. Mahnmal für die Opfer von Kriegen und Gewalt. Carsten, welche Eindrücke sind bei dir heute hängen geblieben? Ja, erstmal halten wir fest, mittlerweile ist hier wieder eine gespenstische Ruhe eingekehrt, muss man fast sagen. Die Kundgebungen sind vor etwa einer Stunde zu Ende gegangen und für die, die noch da geblieben sind, gab es dann Live-Musik. Und naja, in Chemnitz spielen heute die Toten Hosen. Hier gab es BB and the Blues Shacks aus Hildesheim. Und Kenner wissen, dass es durchaus auch eine Band von Weltruhm. Insofern auch hier heute eine Berühmtheit auf der Bühne. Mittlerweile liegt sie wieder ruhig hier, die Ägidienkirche, das Mahnmal gegen den Krieg, eine Ruine aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben es ja gerade schon gehört, es sind weit mehr Menschen gekommen, als womit die Organisatoren hier gerechnet haben. Und einer der Initiatoren steht jetzt neben mir, Thorsten Hannig. Ihr Resümee heute, wie sieht das aus? Ja, absolut, absolut großartig. Ich kann das mal auf den Punkt bringen. Hannover von 0 auf 100. Tausende Menschen, die ganz spontan gekommen sind. Absolut großartig, hätten wir nicht mit gerechnet, aber trotzdem ein Zeichen gegen Hass und rechte Hetze, so wie es sich eigentlich auch für Hannover als weltoffene Stadt gehört. Jetzt hatte das Ganze einen konkreten Anlass, die Ereignisse in Chemnitz. Das war eine Solidaritätsaktion auch mit den Demonstrierenden heute in Chemnitz. Ist das danach vorbei? Würden wir jetzt sehen, dass das wieder abebbt? Nein, ich glaube, das hat heute gezeigt, dass Hannover und auch andere Städte eine Beharrlichkeit haben an diesem Thema, was uns einen großen Hoffnungsfunken erscheinen lässt. Also sowas Beharrliches habe ich noch nicht gesehen, dass von 0 auf 100 die Leute hier kommen. Und ich glaube, es ist eine Daueraufgabe, dass wir jetzt erinnern, für Demokratie und Vielfalt auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, die Leute haben heute alle gezeigt, dass das genau der Weg ist, den demokratische Gesellschaften gehen müssen. Vielen Dank. Ja, und in Chemnitz wird noch weiter gefeiert. Hier ist Feierabend und wie schon gesagt, hier herrscht jetzt Ruhe. Ja, vielen Dank an Carsten Wagner, live aus der Ägidienkirche in Hannover.